Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. In Baden-Württemberg gibt es unglaublich viele Traditionsunternehmen, die vor einer großen Herausforderung stehen, denn sie müssen den Wandel in die Zukunft schaffen. Ein solches Unternehmen ist beispielsweise die Schuler AG. Hauptsitz ist in Göppingen, ein weiterer auch in Weingarten. 6.600 Mitarbeiter weltweit, 1.300 davon in Göppingen und 600 in Weingarten. Das Unternehmen wurde vor rund 180 Jahren gegründet. Und wie die Zukunft aussehen kann für einen Maschinenbauer, darüber möchten wir heute unter anderem sprechen. Die Schuler AG mit Sitz in Göppingen ist eine der größten Hersteller von Pressen, mit denen Karosseriebleche, aber auch Getränkedosen, Feuerlöscher, Haarspraydosen, Küchenspülen oder auch Teile für Elektromotoren gepresst werden. Auch Münzprägepressen des Unternehmens sind weltweit gefragt. Damit gehören die Göppinger zu den führenden Anbietern von Umformtechnologie für die Metallverarbeitung, insbesondere Stahl und Aluminium. Längst hat sich das Unternehmen scheinbar auch auf die zwei Megatrends Digitalisierung und E-Mobilität eingestellt. Bedeutet, Elektrofahrzeuge benötigen andere Teile als die herkömmliche Autoindustrie. Auch diese Teile können mit neuen Pressen inzwischen hergestellt werden. Zudem geht die Gruppe konsequent den Weg der Digitalisierung. Software und künstliche Intelligenz sind im Anlagen- und Maschinenbau angekommen. Potenziale ergeben sich zudem durch die Vernetzung der Robotersysteme. Das Thema Internet der Dinge hat einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Denn mittels der neuen Technik wird es noch effizienter und hochwertiger als die anderen. Und zu Gast im Chefsache-Studio ist nun der Vorstandsvorsitzende der Schuler AG. Herzlich willkommen, Domenico. Danke. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Ja, wir haben gerade schon einiges hier in diesem Einspielfilm gesehen. Es ist ja ein unglaublicher Wandel, der bevorsteht. Lassen Sie uns erstmal ein Gefühl überhaupt für den Maschinenbau und Ihr Kerngeschäft bekommen. Sie sind Weltmarktführer im Pressengeschäft. Wie läuft's, Geschäft? Ja, gut. Das Geschäft läuft eigentlich ganz gut, muss man ganz klar sagen. Es gibt Dinge, die könnten immer besser laufen. Das ist so. Wir haben Herausforderungen, muss man ganz klar sagen, vor allem im globalen Markt. Wir sind sicher ein sehr traditionelles deutsches Unternehmen. Das Spiel spielt sich aber überall auf der Welt ab und das stellt uns natürlich ganz klar vor neuen Herausforderungen. Aber es läuft gut, ich denke mal, vor allem die Zukunftsaussichten sind eigentlich da. Der Markt brummt. Also es ist nicht so, dass irgendwie eine konjunkturelle Schwäche da ist. Absolut nicht. Also wenn wir es nicht packen, dann liegt es an uns. Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie jetzt ansprechen. Denn ganz offensichtlich passiert da etwas draußen in der Wirtschaft. Globalisierte Märkte, das heißt eine Dienstleistung, ein Produkt, welches Sie heute anbieten, Pressen, ist natürlich brutalst vergleichbar. Schauen wir nur in den asiatischen Raum. Über eine reine Preisstrategie ist die Schuler AG nicht in der Lage, mithalten zu können, oder doch? Jein. Also wir sind definitiv, wenn wir uns auf das gleiche Niveau begeben würden, von der technischen Seite, wären wir schlichtweg nicht konkurrenzfähig. Wir haben natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, wir haben Wahnsinns-Know-how, wir haben sehr, sehr gute Ingenieure, also wir wissen, was wir machen. Das gibt uns zwar einen Buffer, den Buffer nutzen wir auch, wir nutzen auch den Namen Schuler, müssen wir auch nutzen, das ist ein Brand, das ist eine Marke, aber wir müssen uns schon auch der Konkurrenz stellen. Wir müssen global werden. Darum produzieren wir ja auch überall auf der Welt und müssen wir auch verstärkt machen in Zukunft, weil nicht jeder ist bereit, das Premium mit einem extra Groschen zu bezahlen. In den vergangenen Jahren gab es ja unglaublich viele Veränderungen, was Arbeitsplätze angeht, was Produktionsstandort angeht und so weiter und so fort. Warum war denn das aus Ihrer Sicht notwendig? Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die in Unternehmen drin sitzen, dann natürlich erstmal überhaupt nicht begeistert sind. Das ist definitiv so. Ich muss ganz offen gestehen, ich gehe nicht gerne auf die Vergangenheit ein. Zu dem Zeitpunkt musste man Entscheidungen treffen, die wurden gefällt. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die in der Verantwortung waren, das basierend auf Fakten gemacht haben. Aber ich würde eher dafür einstehen, zu sagen, trennen wir uns einfach von diesem alten Gedanken. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wir haben jetzt diesen Setup.
In meinen Augen ist es der richtige Setup. Man kann immer alles verbessern und optimieren, das sollte man auch machen. Aber wir sollten eventuell diese alten Zöpfe einfach mal weglassen und sagen, hey, das ist das Setup, das ist der Markt der Zukunft. Wie gehen wir jetzt in die Zukunft oder was müssen wir machen, um noch erfolgreicher zu sein? Heißt das denn konkret jetzt beispielsweise mal für so einen Standort wie Weingarten übersetzt, dass man sich einfach auch davon trennen muss, dass man hier Pressen, wirklich mechanische Pressen produziert, sondern dass man vielmehr versucht, Know-how aufzubauen, welches man weltweit skaliert? Also speziell für den Standort Weingarten. Das ist ein Standort mit einer langen Tradition, wahnsinnigem Know-how, habe ich auch schon gerade erwähnt. Hier muss einfach das Verständnis aufkommen, dass wenn die es schaffen, dezentralisiert ihre Produkte zu bauen, an den Mann zu bringen, also ein Gedanke local für local, dann kann der Standort weiterentwickelt werden. Es gibt eine kleine Transformation, aber wir sind eh in einem Wandel in jeder Industrie. Also von dem her, ja, auf der einen Seite soll man sich davon trennen, dass man die Maschine, wenn ich sie gezeichnet habe oder wenn ich einen Baustein gezeichnet habe, dass ich den gleich anfassen kann. Davon sollte man sich trennen, definitiv. Sie sind angetreten als CEO, das Unternehmen, die Schule AG, sozusagen in das nächste Zeitalter zu führen. Welche Pläne Sie ganz konkret haben und wo auch große Chancen nicht nur für Sie, sondern insgesamt für den Maschinenbau in Deutschland sind. Darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache, zu Gast im Studio ist Domenico Iacovelli. Und zwar ist das der Vorstandsvorsitzende der Schule AG, dem Weltmarktführer für Pressen, eine Branche, die in der Tat stark im Wandel ist. Der Maschinenbau muss sich im Prinzip komplett neu erfinden. Was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft, bei welchen Sie Ihren Mitarbeitern sagen, Leute, hier geht's lang, hier haben wir richtig gutes Geschäft? Ja gut, es ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, wir haben schon einen sehr, sehr guten Setup. Wir sind der einzige globale Pressenbauer. Wir sind wahrscheinlich diejenigen, die im Bereich Digitalisierung hervorbrechen, neue Maßstäbe setzen. Jetzt müssen wir das einfach nutzen. Also auch dieser globale Setup endlich nutzen. Da geht viel mehr und dann sind wir mit dabei. Das heißt also auch, der Maschinenbau oder die Pressen der Zukunft werden gar nicht mehr so sehr daran gemessen, dass sie halt irgendwelche Formen machen, sondern das, was hinten dran an Daten läuft, das ist das Geschäft? Nein, mit den Daten können Sie einfach den Output optimieren, die Qualität optimieren und das ist das Geschäft. Letztendlich werden wir daran gemessen, an den Teilekosten, die aus dieser Maschine herauskommen. Also wenn da ein Teil mehr rauskommt, wegen diesem Datenstrom, den man sammelt, dann hat der Kunde seinen Benefit daraus. Das bedeutet aber für die Mannschaft jetzt zum Beispiel an einem Standort wie in Göppingen oder jetzt auch in Weingarten, was für Menschen müssen da arbeiten? Welche Qualifikationen müssen die denn dann haben? Diesen Wandel, den gehen wir gerade durch. Sehr, sehr ein schwieriger Wandel. Wir gehen natürlich immer mehr Richtung Software. Auch wenn Sie sich schauen, eine Inbetriebnahme einer Presse, das sind Softwareingenieure, die haben letztendlich diese Maschine zum Laufen bringen. Es ist ein riesiges mechanisches Konstrukt zum Teil. Und am Schluss braucht es einen Menschen mit einem Notebook, der dem Leben einhaucht. Und dort sehe ich die größte Schwierigkeit, diesen Wandel zu vollziehen, auch die Leute zu finden. Sie sind jetzt seit 6 Monaten CEO. Wie ist denn Ihr Selbstverständnis? Sind Sie ein Change Manager, wie man heutzutage sagt? Ich bin kein Fan von diesem Begriff. Also ganz offen gesprochen, ich sehe mich eher als ein Eye-Opener, als ein Augenöffner. Ich weise gerne auf Dinge hin, die so selbstverständlich sind, dass wenn man eben den Leuten sagt, hey, schau mal hin, wir müssen das anders machen und die Argumente dafür bringen, dass dann die Leute dann das auch verstehen und mitgehen. Was war denn für Sie, sag ich mal so, sozusagen die größte Lessons learned, also die größte Erkenntnis, die Sie jetzt hatten in diesen 6 Monaten in einem fast jahrhundertealten Traditionsunternehmen? Da könnte ich mir vorstellen, gibt es schon so ein paar Strukturen, die schon ein bisschen fest sind. Ja, da könnte man ein Buch davon schreiben, was so meine Sensationen daraus waren. Es ist sehr, sehr, sage ich mal, fast kleinteilig organisiert, eine sehr, sehr starke
Hierarchie denke, die ich in der Form so nicht kannte und auch sehr, sehr schwierig durchzubrechen ist. Also den Leuten wieder zu erklären, dass sie verantwortlich sind für etwas und nicht nur der Chef ihnen jetzt sagt, was sie von A, also von Stunde X zu Stunde Y machen müssen. Ich glaube, das ist, ja, das war so eine riesige Erkenntnis für mich. Sie sind jetzt 42 Jahre alt. Mhm. Mancher würde vielleicht denken, ja, das ist jetzt hier so ein Zwischending und dann ist er gleich wieder weg, ganz woanders. Wie empfinden und sehen Sie sich das, jetzt in dieser Position? Das sehe ich absolut nicht so. Im Gegenteil, ich identifiziere mich immer mit dem, was ich mache, jetzt auch mit Schuler. Ich kenne das Unternehmen schon sehr lange. Ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne beim Schuler. Und ich hoffe eigentlich schon, dass ich hier meinen Weg mit Schuler gehen kann. Und wenn Sie abschließend noch, ja, ich sag mal, eine Ermunterung in die Maschinenbaubranche in Deutschland formulieren könnte, wie würde die ganz genau sich anhören? Weil manche haben natürlich Bedenken. Die Bedenken sind berechtigt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Wir müssen uns verändern, aber wir haben einen riesigen Vorteil. Wir haben den Maschinenbau geprägt über Jahrhunderte hinweg. Und dieses Know-how, den kann man nutzen. Den kann man nutzen. Man muss ihn einfach richtig nutzen und am richtigen Ort. Und dann haben wir durchaus eine Chance, definitiv. Herzlichen Dank für diese Einblicke und diese Einschätzung. Domenico Iacovelli, der Vorstandsvorsitzende der Schule AG, war schön, dass Sie hier waren im Chefsache-Studio. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit an dieser Stelle. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. In einer Woche ist es soweit. Bis dahin alles Gute Ihnen. Tschüss.